Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Der Kick von Andres Feil und Gesine Schmidt. Jutta Schönfeld, Mutter von Marco und Marcel, am 12. Juli in der Nacht. Ich wusste, dass was passieren wird. Marco hat mich angerufen und gesagt, dass sie jetzt losziehen. Marcel und er mit dem Sebastian. Ich war im Krankenhaus, da war Vollmond. Mir haben sie ja Rückenmarkwasser gezogen. Und da habe ich gedacht, ich muss nach Hause. Diese Unruhe war so warm gewesen. Birgit Schöberl, Mutter von Marinus. Am 12. Juli ist Marinus mal wieder nach Potsloh gefahren. Er hatte vorher noch Video geguckt, so ein Trickfilmvideo. Und dann kam er mit seinem Rucksack, was er immer so drin hat, Badehose, Handtuch, Wechselwäsche. Und dann hat er gesagt, Mutti, ich fahr nach Potsloh. Ich schlaf da und komm Sonntag wieder. Tschüss, mach's gut. Das war's, was er zu mir gesagt hat. Hat er mir noch eine Kusshand zugeworfen, wie er es immer so machte. Marinus war eben das Küken, nach seinen 7 Schwestern. Er war nicht geplant. Gefreut haben wir uns alle. Und verhätschelt wurde er. Erste Vernehmung, Marcel Schönfeld. Familienname? Schönfeld. Vorname? Marcel. Geburtsort? Prenzlau, Uckermark. Beruf? Ohne. Azubi. Geburtsdatum? 30.03.1985. Ehrenämter? Was? Schule. Abschluss der 8. Klasse der Gesamtschule in Gramzow. Beschuldigtenvernehmung 18.11.02, 2.45 Uhr. Mir wurde zu Beginn meiner Vernehmung mitgeteilt, dass ich im dringenden Verdacht stehe, an der Tötung eines Menschen beteiligt gewesen zu sein. Dazu kann ich folgende Aussage machen. Es ist richtig, dass ich dabei war, als eine Person zu Tode kam. Um wen handelt es sich dabei? Es handelt sich hierbei um Marinus Schöberl aus Gerswalde. Waren Sie an dieser Handlung allein beteiligt? Außer mir waren noch mein Bruder Marco Schönfeld und Sebastian Fink beteiligt. Schildern Sie bitte, was passiert ist. Es war der 12. Juli 2002. Nachmittags kam mein Kumpel Sebastian mit dem Zug nach Seehausen. Mein Papa und ich haben ihn abgeholt. Dann kam mein Bruder Marco auf die Idee, nach Strelow zu fahren, um dort Hans-Joachim Fiebrands zu besuchen. Mein Bruder war 9 Tage vorher aus der Haft entlassen worden. Die beiden kannten sich noch aus früheren Zeiten. Wir holten einen Kasten Bier, Sternburger. Der wurde dann durch die anwesenden Personen geleert. Nach circa einer Stunde war der Kasten leer. Und wir holten einen zweiten. Kurz zuvor kam Marinus Schöberl mit einem Fahrrad auf den Hof von Fiebrands gefahren. Joachim Fiebrands, Dorfbewohner. An dem Abend, als die den Marinus da tot gemacht haben, da haben wir unten gesessen, in der alten Brennerei,
haben gequatscht und ihn gezwitschert unter dem Schleppdach da. Da kamen dann Marco, Marcel und Sebastian an. Den kannte ich nicht. Und später dann der Marinus an dem Abend. Wir haben Karten gespielt und mit einem Mal fing Marco an zu stänkern. Naja, ich habe auch schon leicht einen weggehabt. Habe ich gesagt, ich will noch ein bisschen Fernseh kicken. Ich sag, nu ist Ritze. Wir haben noch das Bier ausgesoffen. Marinus, er hat zu mir gesagt, Achim, hast du eine Zigarette für mich? Und da habe ich zu Marinus gesagt, du, das ist meine letzte. Haben wir uns die Kippe geteilt, ein paar Züge. Das war denn so seine Henkerszigarette, kann man sagen. Wenn man sich anhört, was die Jugendlichen da für ein Umfeld haben. Die sitzen mit diesen alkoholkranken Menschen unter dem sogenannten Schleppdach und saufen. Was die da reden, kann man natürlich fragen. Wo waren die Eltern? Warum lassen die ihre Kinder da sitzen? Und wenn man dann diese traurigen Gestalten da gesehen hat vor Gericht, ein Zeuge nach dem anderen, frühere Rinder- oder Schweinezüchter und dann arbeitslos, alle dem Alkohol verfallen, die dann da sitzen, allen Ernstes erklären, sie können sich nicht erinnern, weil sie so alkoholgeschädigt sind. Dann irgendwas erzählen, noch lügen oder mauern, hast du nichts gesehen, musst du auch nichts sagen, obwohl manche bei den Quälereien von Marinus dabei waren und nichts unternommen haben. Die haben nicht sagen können, wir haben ein schlechtes Gewissen oder es tut uns leid. Da kam nichts. Dem Dorf fehlt der zivilisatorische Standard. Man kümmert sich nicht umeinander. Es hat keinen belastet, den Rucksack, das Handy oder das Fahrrad von Marinus zu finden. Keiner hat etwas getan. Matthias Muchu, Freund von Marinus. Nachdem der Marinus weg war, da wurde sein Rucksack und sein Ladegerät vom Handy gefunden. Ich habe die Hoffnung nie aufgegeben. Ich habe immer gedacht, ich sehe den wieder, weil ich habe den gern gehabt, den Bengel. Er war zwar auf die eine Art und Weise mal ein Arschloch, genauso wie ich. Ich bin auch mal ein Arschloch. Aber man kommt immer wieder zu sich. Und ich hätte auch zu Marinus wiedergefunden. Marinus, also der ist genauso wie ich, echt, das nimmt sich nicht viel. Der hat genauso viel gekifft wie ich, der hat gern mal einen getrunken wie ich, der hat gern mal Scheiße gebaut wie ich. Der ist so ein Jugendlicher wie ich. Der ging zur Schule wie ich. Also war das genauso einer wie ich, sag ich jetzt. Birgit Schöberl, Mutter von Marinus. Er hatte wohl Schulschwierigkeiten damals schon, aber er hat sich Mühe gegeben, was er konnte eben. Ich habe ihn dann runtergenommen von der normalen Schule nach der ersten Klasse. Ich habe ihn nicht ausgeschimpft. Ich hab's versucht mit Reden. Marinus, du möchtest später mal die Fahrerlaubnis machen. Da musst du lesen und schreiben können. Im November war dann eben das Fest im Club. Und da hat Marcel gesagt, ich weiß, wo Marinus ist. Na wo? Na beim Schweinestall. Na wo denn da? Na der war da bei der Jauchegrube. Kommst du mit hochgucken, ob das stimmt? Dann sind wir hochgegangen, zu dritt. Dann habe ich angefangen zu buddeln. Da habe ich das irgendwie mit der Schippe gemerkt. Da ist was sehr elastisch. Kann keine Haut sein. Ihr kiekt, das ist ein Shirt. Und Knochen. Hast du nie gesehen. Und dann dachte ich mir, das kann er sein. Jutta Schönfeld, Mutter von Marco und Marcel. Bis zum heutigen Tag. Ich kann das nicht glauben. Das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ich wollte das nicht glauben. Ich kämpfe. Ich will, dass die beiden nach Hause kommen können irgendwann, Marco und Marcel. An Marcel klammere ich mich. Das ist jetzt, wie wenn man einem nach der Entbindung das Kind wegnimmt. Den Marco habe ich ja schon vorher verloren. Der hat sich seine eigene Welt gebaut. Die gibt's nicht. Das fing mit 13 an. Jürgen Schönfeld, Vater von Marco und Marcel. Wir haben nichts gemacht. Wir sind keine Mörder.
Wir haben sie ja nicht hochgeschickt in den Stall. Wir haben alles getan, was man tun kann. Wir haben unsere Kinder gut erzogen. Die Kinder stehen an erster Stelle. Erst dann kommt der Partner. Es bleiben unsere Kinder. Natürlich haben sie Mist gemacht. Es bleiben unsere Kinder. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft kann ich feststellen, die Täter Marco und Marcel Schönfeld sowie Sebastian Fink hatten ein dumpfes rechtsextremistisches Gedankengut und den bedingten Willen, das in Gewaltform auszuleben. Am Tatabend war weder ein Asylbewerber, ein Jude oder irgendjemand, worauf das Feindbild zutraf, vorhanden. Deshalb musste hier ein Kumpel als Notopfer herhalten, weil den Tätern kein besserer begegnete. Nach unserer Auffassung hat das Opfer Schöberl nach den ganzen Misshandlungen sein eigenes Todesurteil gesprochen, indem er gesagt hat, ich bin Jude. Hätte er zu diesem Zeitpunkt gesagt, spinnt hier nicht rum, ich bin doch euer Kumpel Marinus, ich glaube nicht, dass der Tötungsakt dann über die Bühne gegangen wäre. Das ist kein Vorwurf, sondern einfach eine Feststellung. Marcel war mit Marinus sogar befreundet. Der ist ja auch zu uns gekommen. Marinus, der hat diesen Sprachfehler gehabt. Aber der war eigentlich ein ruhiger Junge. Den haben sie kaum verstanden, wenn er gesprochen hat. Ich sag, um den Jungen tut's mir auch leid. Man hat ihn ja gekannt, aber die Eltern, die haben sich nie um ihr Kind gekümmert. Das Schlimme ist ja, dass er immer geklaut hat. Überall. Auch jetzt so. Jetzt haben die Leute gesagt, können sie die Schuppen offen stehen lassen. Vorher, wo der Marinus unterwegs war, konnten sie das nicht. War immer alles weg gewesen. Moped rausgeholt und alles. Die Schwalbe von Marco. Jetzt vermuten wir langsam, dass der Marinus das war. Weil er als Einziger auf einmal ankam und gezeigt hat, wo die Schwalbe liegt. Kein Mensch wusste das. Haben vorher alles abgesucht. Bevor er sich als Jude bekannte, da geilte man sich, unschöner Ausdruck, aber vielleicht passt er hier, an seinen blond gefärbten Haaren und seinen Hip-Hop-Hosen auf. Der Tötungsakt wurde erleichtert, weil Marinus Schöberl aus Sicht der Täter auf einer niedrigeren geistigen Stufe stand. Man kann in die Reihe der potenziellen Opfer neben Asylbewerbern auch behinderte Menschen einreihen. Und das traf auf das Opfer zu. Marinus Schöberl stotterte, besonders wenn er aufgeregt war. Marinus, den haben wir Taurus genannt. Wie das Moped von der DDR. Er hat mir Mopedfahren beigebracht. Weil das ist sowas mit Kupplung, ganz langsam und hast du nicht gesehen und das habe ich nicht kapiert. Mopeds waren nicht angemeldet. Keine Fleppen gehabt, kein Helm, kein Nummernschild dran. Dann sind wir da ins Dorf rein, die Hauptstraße entlang. Eben bei der Kaufhalle, wo die S-Kurve ist. Da haben wir gesehen. Da standen sie. Polizei. Die sofort Marinus und mir reingewunken, wir abgesprungen, Karre ist umgekippt, schön geschlittert, auf die zu, der Polizist da drüber gesprungen und wir ab. Ich hab dabei den Schuh verloren. Das waren schöne Plateauschuhe. Ich war der Einzige im Dorf, der so eine Schuhe hatte. Und dann hat mein Freund davon der Papa gesagt, jo, die Schuhe hat nur der Matthias. Der wohnt da und da. Dann habe ich schon meinen Vater hin und her fahren gesehen. Ich habe eine Gefangene gekriegt, aber ich weiß damit umzugehen. Warum haben Sie auf Marinus S. eingeschlagen? Ich weiß es nicht. Getan hat er mir an diesem Abend nichts. Ich habe nur geschlagen, weil es alle gemacht haben. Hatten Sie persönlich etwas gegen den Marinus Schöber? Nein, der Marinus hat mir vor 5 Monaten mein Moped gestohlen. Das habe ich von meinem Vater geschenkt bekommen. Ich habe es selber aufgebaut. Der Marinus hat mir das gegenüber zugegeben und deshalb habe ich ihn in der Nacht da auf die Fresse gehauen. Wir haben so viel Scheiße gemacht, ich weiß gar nicht mehr, was wir alles gemacht haben. Mopeds geklaut, Fahrräder geklaut, eine Tour gemacht, abgestellt oder zu Schrott gefahren. Oder auseinandergeschlachtet und neue Fahrräder gebaut. Drauf sitzen geblieben und voll gegen die Wand gefahren. Marinus hatte so in den Sommerferien auf das Sack gepennt, in den Bauwagen am Schweinestall. 1-2 Wochen so durch. Ich habe ihm immer was zum Essen mitgebracht. Mal Brötchen runtergebracht oder mal abends getroffen. Da ein Bier getrunken, da geredet. Haben Kräuterwettsaufen gemacht. Er war eigentlich nie allein. Er hat immer welche gehabt. An seinem letzten Abend, am 12. Juli, da habe ich mit ihm sogar noch gesprochen. Gefragt, kommst du mit zu mir, noch ein paar Bierchen trinken? Ich und Madeleine so.
Also nee, ich gehe mit Schönfeld zum Achim Fiebrans ein paar Bierchen trinken. Mal sehen, was sonst noch so passiert. Man weiß ja, was passiert ist. 18. November. Es war mein Geburtstag. Da kommen zwei Polizisten rein und die fühlen sich nicht wohl in ihrer Haut. Und dann? Da war's. Haben sie gesagt, dass sie Marinus gefunden haben. In Potsloh. Er konnte doch keiner Fliege etwas zuleide tun. Und er war auch nicht schmal und schmächtig. Er war gut gebaut und war groß. Und dass er zurückhaltend war, ist noch lange kein Grund, sich über ihn lustig zu machen oder über ihn herzuziehen. Auch wenn er in der Schule keine Perle war. Aber er war handwerklich begabt. Er war quasi der Mann im Haus. Wenn mal was kaputt war. Er wollte die Stube rollen Montag, wo er von Potsloh kommen sollte. Er wollte auch noch so viel machen. Zweite Vernehmung, Marcel Schönfeld. Nachdem wir den zweiten Kasten Bier in der Wohnung von Achim ausgetrunken hatten, sind wir noch in die Wohnung Spiering gegangen. Es war gegen 0.30 Uhr, als wir, ich meine damit Sebastian Fink, mein Bruder Marco, Marinus und ich, dort ankamen. Frau Spiering und ihr Lebensgefährte schliefen bereits. Sebastian Fink schlug kräftig gegen die Scheibe. Diese ging dabei kaputt. Die Haustür war verschlossen. Marco drückte sie gewaltsam mit der Schulter auf. Im Schlafzimmer haben wir die beiden dann geweckt und uns zusammen in die Veranda gesetzt. Dort tranken wir die Flasche Schnaps. Wie sie ihn behandelt haben, das verfolgt mich auch in der Nacht. Wo ich dann höre, wie er nach mir ruft und schreit, dass ich ihm helfen soll und ich kann nicht. Und dann muss ich jedes Mal aufstehen. Ich kann dann nicht mehr schlafen. Das bringt mich um. Mein Bruder Marco fing dann an, den Marinus zu beschimpfen. Er fragte und sagte immer wieder, ob er oder dass er ein Jude sei. Frau Spiering sagte, Marinus solle doch zugeben, dass er ein Jude sei, dann wäre Ruhe. Marinus hat dann irgendwann ja gesagt, dass er ein Jude sei. Ruhe war dann auch nicht. Dann ging's richtig los. Marco fing dann an, Marinus kräftig in die Fresse zu schlagen, mindestens 2 bis 3 Mal. Marco füllte dann einen Plastebecher mit Klarem und Bier. Marinus sollte diesen austrinken, dies hat er aber nicht geschafft. Beim zweiten Versuch musste er brechen und übergab sich über den Tisch. Fink nahm ihn nach draußen und hat ihn vor die Eingangstür hingeworfen. Marinus war so betrunken, dass er dort liegen blieb. Nach circa 30 Minuten holte ihn Sebastian dann wieder in die Wohnung. In der Veranda setzte er ihn auf einen Stuhl. Anschließend prügelten Marco und Sebastian erneut abwechselnd auf ihn ein. Jeder wird ihm circa 2 Faustschläge in das Gesicht versetzt haben. Beim letzten Schlag von Sebastian Fink fiel Marinus mitsamt dem Stuhl hinten über. Fink hob ihn dann wieder auf und begann erneut auf ihn einzuschlagen. Als Marinus erneut anfing zu kotzen, ging Sebastian Fink mit ihm nach draußen. Dort warf er ihn zu Boden. Zu diesem Zeitpunkt befand ich mich ebenfalls draußen. Fink öffnete dann seinen Hosenstall und pisste auf Marinus. Zuerst auf den Brustbereich und dann in das Gesicht. Marinus war bei Bewusstsein und bat, dass Fink damit aufhören soll. Nachdem Fink sich ausgepinkelt hatte, hoben wir beide Marinus wieder vom Boden auf. Dann schleppten wir ihn wieder in die Veranda. Dann war circa 1/2 Stunde lang Ruhe. Wir tranken den Rest vom Schnaps aus. Marco fing dann erneut an, Marinus zu beschimpfen. Er sagte immer wieder, dass dieser ein Jude sei. Marinus antwortete auch immer wieder, ja, ich bin ein Jude. Nach diesen Äußerungen begannen wir dann, zu dritt auf Marinus einzuschlagen. Dabei beschimpften wir ihn alle drei mit Worten. Du Jude, du Penner, du Assi und so weiter. Ich hatte eine schöne Kindheit. Sind wir nach Potsloh gezogen, da war ich 9. Na, zum Anfang, da haben wir Baumhäuser und so gebaut. Also oben beim Kuhstall und dann Richtung Zichow runter, da hatten wir auch welche. Die ersten, da hatten wir nur Decken reingepackt. Und dann irgendwann hatten wir dann so einen richtigen Bungalow gebaut, aus Holz. Mit Aussicht auf den See da, in so einem kleinen Busch, mitten auf der Wiese. Und da hatten wir unsere Feuerstelle und dann so ein Bungalow hingestellt. Innen hatten wir so einen Bretterboden gemacht. Und dann so mit Couch und Sessel. Die Fragen nehmen kein Ende. Warum? Warum haben wir uns den Täter nicht mutig in den Weg gestellt? Stattdessen haben wir es hingenommen, dass irregeleitete, zum Teil restlos verkommene Jugendliche, Glatzenträger,
ihren giftigen Ungeist ungeniert durch unsere Gemeinden tragen konnten und dass sie dafür noch den Beifall einiger Leute einheimsen konnten. Und sei es der Applaus des betretenen Schweigens. Warum hat es niemand bemerkt, dass Marinus in der Julinacht durch das komplette Dorf Potzlow getrieben wurde? Haben denn alle geschlafen? Oder waren sie betrunken? Oder einfach barbarisch? Ich kenne Potzlow von früher. Mein Opa, der kommt aus Pinnow, der war Treckerfahrer bei der LPG. Hat mir den ersten Schnaps eingeschenkt, da war ich 11. Konnte ich nicht mehr geradeaus gehen. Nachher haben wir alle irgendwann angefangen zu trinken mit die Kumpels. Da waren wir 12, 13. Angefangen haben wir mit Bier. Nachher kamen schon härtere Sachen, also Goldi, Goldbrand, Whisky. Wo ich dann nur so ein bisschen dabei war, halber Kasten Bier und eine Flasche Goldi am Abend. Haben das immer in der Kaufhalle gekauft, der einzige Laden in Potzlow. Die haben nichts gesagt, wenn man unter 18 war. Wenn ich kein Geld hatte, vom Vater. Der hatte auch genug da, im Schlafzimmer. Schlafzimmer war immer offen. Schnaps. Ganz viele in Potzlow sind Flüchtlinge. Jeder zweite ist hier Flüchtling. Auch nach der Wende kamen sie noch. Die Schönfelds, wo die Brüder da den Marinus da tot gemacht haben. Die kamen 1994. Und die Schöberts sind auch Fremde hier. Die Familie, die waren nicht lange hier. 1996 sind sie gekommen und sind nicht heimisch geworden hier. Das war Anfang 2002. Da waren wir irgendwie besoffen so, hatten wir einen gesoffen. Ich bin eingepennt und der Martin denn mit einem Kumpel, die haben mich bemalt. Love you, Mutter und so eine Geschichten mit so einem wasserfesten Filzer auf dem Arm. Ich, wach geworden, lese das, hab seine Eltern beleidigt. Martin sagt dir, ich soll meine Mutter ficken. So was hat er denn... Und dann bin ich auf ihn mit Schere los und dann hat er mir 4 oder 5 Dinger in die Fresse gegeben. 2 Zähne kaputt, einer war abgebrochen, Kiefer war gebrochen, Jochbein war gebrochen, Schädelhirntrauma und Nase war auch. Konnt gar nicht zurückhauen. Marcel hätte auch unterwegs zusammenbrechen können und verbluten, so wie der Martin Marcel zusammengeschlagen hat. War Glück, dass er das bis zu uns geschafft hat. Marcel hat sich nie gewehrt und nie geprügelt. Ebenso gut hätte einer von unseren Jungs das Opfer sein können. Mit 12 hatte ich meine ersten Stiefel von Marco. Mit Stiefeln kriegst du mehr Ansehen. Am Anfang haben sie mich fertig gemacht, deshalb Anfang 8. Klasse wegen der Stiefel. Springerstiefel. Die anderen in der Klasse, die hatten so Hip-Hop-Sachen. Immer so eine Sprüche, scheiß Fascho und sowas denn. Da hatte ich dann gar keinen Bock mehr auf Schule, war ich 15. So Schlabberhosen, da verschwimmt alles so. Wenn ich Probleme hatte, konnte ich zu ihm hingehen, zu meinem Bruder. Der ist ein paar Jahre älter, der hat mir immer geholfen. Und dann war der plötzlich weg, im Knast. Und ich stand ganz alleine da. Als Marco in den Knast kam, 1999, das hat Marcel auch zu schaffen gemacht. Marcel hat das mehr so für sich behalten. In der Zeit war er so mit Drogen. Wenn er die genommen hatte, war er lustig gewesen, hat viel gelacht und alles. Habe ich gedacht, betrunken ist er nicht. Das riechst du ja, wenn Alkohol drin ist. Aber die Pupillen waren soweit gewesen. Ich hatte immer Angst, er liegt irgendwo und kein Mensch weiß, wo er ist. Und ich selber wusste nicht, wo er ist. Und dann kommt auch noch die Angst um mich dazu. Das waren Schmerzen, die wünsche ich keinem. Das wurde nicht besser. Ich dann zur Ohrenärztin. Tumor. Ich habe gedacht, innerlich bei mir bricht die Welt zusammen. Jetzt ist alles vorbei. Du hast doch noch so viel vor. Die Kinder brauchen einen noch. Jetzt ist alles vorbei. Jetzt kannst du gar nicht mehr. Ich konnte ja nicht mal mehr alleine laufen. Ich konnte gar nicht. Als sie das gesagt hat mit Tumor, na, da habe ich das eigentlich noch gar nicht so begriffen. So, dann sind wir hin nach der Operation, war meine Mutter... Also fertig, konnte aus dem Glas gar nicht trinken. Aus der Flasche konnte sie trinken, aber da war nach der Operation der Mund schief, da lief das alles raus. Ich war gelähmt, bin dann nicht mehr mit ins Krankenhaus. Das ging einfach nicht. Ich wollte, aber hab's nicht fertig gekriegt. Was ist, wenn die das nicht überlebt? Das habe ich gedacht, nur das.
Heiko Gebler, Freund von Marco und Marcel. Verändert hat Marcel sich dann ganz schnell. Er hat gesagt, wenn sein Bruder draußen ist, wollen sie auf Party gehen. Da hat er mir gefragt, ob ich ihm eine Glatze schere. Ich habe erst noch gedacht, vielleicht stören den die langen Haare. War ja warm. War Sommer. Ich habe eine Haarschneidemaschine mit Aufsatz. Mit 3 mm, 6 mm, 9 mm und 12 mm. Aber er wollte 0 mm. An dem Abend haben wir wieder Feuer gemacht. Draußen am See. Gab da so eine Negerin bei uns. Hat er gesagt, hier, auf dem Scheiterhaufen mit der Negerverbrennung. Neger brennen gut. Ich denke, was ist das denn? Warum will er es auf dem Scheiterhaufen tun? Also mein Bruder, mit dem will ich eigentlich auch gar nicht mehr zu tun haben. Von mir aus müsste er gar nicht mehr rauskommen aus dem Knast. Das wäre das Allerbeste. Wenn der erfährt, dass ich Drogen genommen habe und Haare gefärbt habe, der geht über Leichen. Hatten Sie früher direkte Kontakte zur rechten Szene? Das war vor 3 Jahren. Ich war rechts, weil mein Bruder auch rechts war. Als er dann in den Knast kam, habe ich mich dann den anderen angepasst. Die Situation in Prenzlau hatte sich verändert. Viele ehemalige Rechte wurden eher Hip-Hopper und Technos. Denen habe ich mich angepasst. Welchen Einfluss hat Ihr Bruder auf Sie? Er bezeichnet sich als nationaler Rechter. Er müsse Deutschland beistehen und die Scheinasylanten müssen alle verschwinden. Teilen Sie diese Auffassung Ihres Bruders? Nein, die Ausländer sind auch Menschen wie wir. Wenn wir nach Polen fahren, sind wir dort auch Ausländer. War ja nicht Hitler alleine seine Idee, die ganzen Juden zu töten. Es war ja hier der Himmler. Der Himmler, der hat's ja organisiert, alles. Hitler hat das gar nicht groß gewusst. Wenn er da schon drüber nachdenkt, der Himmler, dann kann man da schon mitmachen, wa? Also, ich glaube das schon, dass sie die ganzen Juden umgebracht haben. Klar trage ich mein Teehemd mit 88. Ich meine, Klamotten tragen ist doch was anderes, als was man im Kopf hat. Heil Hitler. Denkt mal an die Zeit des Reiches. Ja, dass man dafür steht. Dass man deutsch denkt. Deutsch denken. Für die Zukunft denken. Für die Familie da sein. Arbeiten. Herr Platzig, der Ministerpräsident, war da. Ein paar Tage, nachdem sie Marinus gefunden hatten. Er hat gesagt, er kann nicht mehr tun. Er kann nur uns sein Mitgefühl aussprechen. Was nützt uns das Mitgefühl? Denken die Leute vielleicht, bloß weil der Herr Platzek da war, dass wir vielleicht unterstützt worden sind? Oder was? Auf die Besuche hätte ich verzichten können. Da wird so viel Wirbel veranstaltet. So viel Wirbel. Und dann wird man noch als Sozialfall hingestellt. Kam ein Schreiben vom Wohnungsamt. Ist ja jetzt einer weniger bei uns. Wir leben auf zu viele Quadratmeter, schreiben die. Wir haben kein Anrecht mehr auf die Wohnung, sollen uns nach einer anderen umsehen. Ja, und wir können ja nicht mal die Beerdigung bezahlen. Wir können ja den Grabstein nicht bezahlen. Ist ein Deutscher weniger wert als ein Ausländer? Der Platzek legt ja auch Grenze bei der Ausländer hin ans Mahnmal. Sonst er wohin? Warum hatte der für unseren Jungen nichts mehr übrig gehabt? Oder für die jugendlichen Deutschen, die alle umgebracht werden? Da tun sie nichts. Dritte Vernehmung, Marcel Schönfeld. Bei Spierings rauchten wir dann noch eine und beschlossen dann nach Hause zu fahren. Sebastian, Marco und ich verließen das Haus und waren bereits auf den Fahrrädern bis zur Hauptstraße unterwegs, als Marco sagte, dass wir umdrehen und Marinus holen sollten. Dieser saß, als wir ihn verließen, betrunken auf dem Stuhl. Marco meinte, dass Spierings ihre Ruhe haben wollten und wir Marinus aus diesem Grunde nicht dalassen können. Also sind wir umgedreht und zurück. Marinus lag zu diesem Zeitpunkt schon auf dem Sofa in der Veranda und hatte sich ausgezogen. Marinus wollte zunächst nicht mitkommen und Marco und Fink schlugen erneut auf ihn ein. Sie zwangen ihn, sich seine nasse, grüne Hose, sein T-Shirt, Jacke und Schuhe anzuziehen. Anschließend nahm ihn Marco auf seinem Fahrrad mit. Marinus saß auf der Stange. In Richtung Potzlow sagte Marco dann, dass wir in Richtung Schweinestall fahren, um dort Marinus noch etwas Angst einzujagen. Ich hatte da keinen großen Kontakt im Dorf, ich nicht. Ich hab dann nachher mal Leute kennengelernt durch die ABM, so. Wir waren ja zugezogen. Da haben schon die Jugendlichen bei uns die Briefkästen abgerissen und die Scheiben eingeschmissen und so. Ich bin ein Einzelgänger. Ich brauchte das nicht. Ich hatte zu tun. 1994, als wir nach Potzlow zogen. Schwer. Ich bin hier gar nicht klargekommen. Weil zuvor, wir haben ja in Prenzlau gewohnt und jetzt ist man auf dem Dorf. Ich bin hier sowieso zu keinem gegangen. Nicht mal in die Kaufhalle bin ich gegangen. War praktisch nur auf dem Gehöft hier. Verstehe ich nicht, dass die hier so sind.
waren da fast alle mal fremd hier. Die Hälfte sind Umsiedler, nach dem Krieg sind sie alle gekommen. Waren welche von Ostpreußen, ne? Und Pommern? Auch von Polen denn, ja? Also wenn ich auf dem Grundstück war, da habe ich mich heimisch gefühlt, ja. Wenn ich im Vorgarten war. Ich habe die Leute gegrüßt, aber namentlich habe ich sie nicht gekannt. Ich bin nur bis zum Konsum gegangen und ich habe guten Tag gesagt und das hatte sich für mich erledigt. Die Potsloer, die leben in ihrer eigenen Welt. Wir waren die Hinzugezogenen. Und die Kinder haben auch lange gebraucht, bis sie Marinus akzeptiert haben. Den Matthias Muchu, den hat er bis zum Schluss gehabt. Das war nicht der Abklatsch. Ich war mit Marco und Marcel so im Dorf, wo wir hier so keinen kannten. Marco ist hier nicht klargekommen. Marcel schon, aber der Marco nicht. Marco Schönfeld. Meine Mutter hat als Köchin gearbeitet. Oft Samstag und Sonntag. Als Kind war ich oft bei Opa und saß mit auf dem Traktor. Mit dem habe ich Pferde stehlen können. Wenn ich schlafe, soll ich genauso aussehen wie die Oma Ami, wo sie gestorben ist. Sonst weiß ich kaum was von früher. Mit 16 bin ich nach Güterfelde gekommen. Vorbereitungsjahr, Lehre, war über ein Jahr dort. Dann bin ich ausgerastet. Hab den Meister aus Versehen zusammengeschlagen. War besoffen, hab mich an nichts mehr erinnern können. Bin am nächsten Tag auf Arbeit gekommen und dann haben sie zu mir gesagt, kannst gleich nach Hause gehen, bist entlassen. Marco S. ist bereits strafrechtlich mehrfach in Erscheinung getreten. In der Auskunft des Bundeszentralregisters vom 12.01.2001 finden sich 17 Eintragungen. Dabei lag ein Schwerpunkt in Diebstählen, Fahren ohne Führerschein, Trunkenheit im Straßenverkehr. Daneben sind Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, Betrug, Nötigung, Vollrausch und Körperverletzungen aufgeführt. Marco S. wurde 1999 nach mehreren Verwarnungen zu 3 Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt und am 3. Juli 2002 aus der Haft entlassen, 9 Tage vor dem Mord in Potsloe. Marco hat noch nie gelogen. Wenn er irgendwas gemacht hat, dann hast du das ihm sofort angesehen, das steht fest. Das kann ich 100%ig sagen. Also, dass Marco ehrlich war und noch ist. Wir haben ihn zur Gewaltlosigkeit erzogen. Bei uns hat nie einer zurückgehauen, der Marco nicht. Zumindest, wenn er nüchtern war. Der Marco, der ist jetzt jemand, der schlägt zurück. Im Suff. Sonst ist er der liebste Mensch, sagt er selbst. Der liebste Mensch. 4 Wochen später raubt Herr S. ein Kfz, indem er den Halter gewaltsam aus dem Fahrzeug stößt. Mit diesem Kfz fährt Marco S. nach Prenzlau. Zusammen mit 2 Begleitern trifft er zufällig auf den Schwarzafrikaner Neil Dwight, den er ohne äußerlichen Grund krankenhausreif schlägt. Dafür wird er im Oktober 2002 vom Landgericht Neuruppin zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren verurteilt. Im November 2002 wird er in der Haft mit dem Mordvorwurf an Marinus Schöberl konfrontiert. Er verweigert dazu jede Aussage. Marco war auf dem Fahrrad unterwegs. Das waren 7 oder 8 Leute, sind ihm entgegengekommen, haben ihn zusammengeschlagen. Die haben dann einen toten Aal aus dem See geholt, den Marco um den Hals gebunden und ihn dann ins Wasser gejagt. Da muss er sich ausziehen. Aal wieder umgehängt, nackig vor denen gehockt, muss er sich einen runterholen. Haben sie gegrölt und alles. Wenn er das nicht gemacht hätte, dann Muster machen. Das war so die Art von Begrüßung hier für unseren Marco. Willkommen in Potsloe. 1994 war das. War er 14. Aber der Marco hat uns nichts erzählt. Alles in sich reingefressen. Mir hat er das 2 Jahre später erzählt. Mein Vater. Kurz bevor er gestorben ist, haben wir hier gesessen. Da hat mein Vater das erzählt vom Weltkrieg. Was er als Kind mitgemacht hat. Dass dann die Russen kamen. Kommt rein ins Haus, der Russe will mein Großvater seine Uhr. Die Russen da haben die Uhr abnehmen wollen. Hat er gesagt, er gibt nichts raus. Und dann wollten sie die Uhr abreißen, meinem Großvater. Hat sie nicht rausgerückt. Und dann wurden sie beide stranguliert, mein Großvater und meine Großmutter.
muss zugucken, mein Vater. Muss Schreie und alles gehört haben vor seinen Augen. Ja, kurz vor Ende des Krieges. Die Wut saß drinne bei meinem Vater. Er hatte sich nicht anmerken lassen. Mir gegenüber nicht. Nie was gesagt, nie. Aber wenn ich den Vater von die Schönfeld sehe, der sich hinsetzt und sagt, wir sind keine Mörder, was sind sie denn? Was sind sie denn? Sind doch Mörder. Haben doch solche Kinder großgezogen. Sind wir mit den Kindern damals viel nach Berlin gefahren, noch vor der Wende. Alles mit Zug. Tierpark, überall ein bisschen rumgeguckt. Marco war immer für Tiger und Leoparden. Wir hatten das Geld gehabt, damals zu DDR-Zeiten. Wir konnten überall hinfahren, Papa hat gut verdient. Wochenendarbeit hat viel Geld gebracht. Dazu Gehalt bei den Firmen und alles. Durchschnittlich 3000 Ostmark auf der Hand gehabt. Da konnten wir leben wie Gott in Frankreich. Haben wir Urlaub gemacht. Sind wir nach Warnitz gefahren, Betriebsbungalow, 10 Kilometer von Potsdam. Wir haben viel unternommen, für die Kinder sehr viel. Immer wenn die einen Wunsch hatten, wurde der erfüllt. Vierte Vernehmung, Marcel Schönfeld. Im Stall ging es dann mit dem Schlagen weiter. In Richtung Ausgang, zur Jauchegrube gesehen, forderte ich Marinus dann auf, dass er sich hinknien und in die Bordsteinkante von den Futtertrögen beißen sollte. Marinus kniete sich auch nieder und biss zunächst in die Kante. Anschließend hob er den Kopf und alle drei schlugen wir dann erneut auf ihn ein. Dann kam mir plötzlich diese Idee in den Kopf. Ich habe circa ein halbes Jahr vor der Tat einen Film im Fernsehen angeschaut. Es handelte sich hierbei um American History X. In diesem Film wird eine gleichartige Szene dargestellt. Ein Nazi nimmt in dieser Szene einen angeschossenen Neger an den Haaren und legt ihn mit dem Kopf auf eine Bordsteinkante. Anschließend springt er auf den Kopf des Negers. Ich forderte ihn dann erneut auf, in diese Kante zu beißen. Marinus tat dies auch. In diesem Moment brannten bei mir die Sicherungen durch. Mit beiden Füßen sprang ich dann kräftig auf den Kopf von Marinus. Ich trug zu diesem Zeitpunkt meine schwarzen Springerstiefel mit weißen Schnürsenkeln, Größe 43. Diese stehen jetzt bei mir zu Hause auf der Bodentreppe. Marinus röchelte noch und war noch leicht bei Bewusstsein. Marco schrie dann aber, dass wir keinen Arzt mehr anrufen können und wir ihn jetzt richtig um die Ecke bringen müssen. Von meinem Bruder kam die Idee. Ich war damit einverstanden. Schule und berufliche Entwicklung. Marco S. gibt an, er habe in den ersten 3 Klassen immer alles Einser gehabt. Seine Lieblingsfächer seien Mathematik, Deutsch und Sport gewesen. Er sei erst mit 7 Jahren eingeschult worden. Er sei in eine Sprachheilschule gekommen, aber er habe nie einen Sprachfehler gehabt. Manchmal habe er sich mit Mitschülern geprügelt, da habe es schon mal einen Verweis gegeben. Nach der Sprachheilschule sei er dann in die Gesamtschule gekommen. Das sei in der 4. Klasse gewesen. Da seien sie über 20 Kinder gewesen und er sei gleich sitzen geblieben. In der 5., 6. Klasse habe er dann die Schule geschmissen. Sandra Birke, Markus' Freundin. Marco saß bei Kumpels auf dem Sessel. Das war 97, Silvester in Teltow. Total betrunken schon. Freut er sich immer. Fand ich ihn doof. Er nur gegrinst, nur gefreut. Der fand alles lustig, ja. Ich so, was ist denn das für einer? Und dann fing's an. Waren beide in der rechten Szene. Das ist wie Familie. Seine Art, ich fand seine Art immer niedlich so. Fängt dann ein bisschen an zu stottern, musste bloß sagen, Marco, langsam. Dann war es okay. Wenn wir in der Gruppe waren, er war eigentlich immer mit der Ruhigste. Weiß keiner, wie das passiert ist. Und da ist er ja mit dem Kopf genau durch die Glastür, genau geradezu. Also da hat er so eine Rage gehabt, da hat er uns als Täter gesehen, dass wir böse zu ihm sind. Und da ist er auf uns drauf zugegangen. Marco ist dann auch lauter geworden, hat die Augen verdreht und richtig so gebrüllt, laut, lauter, Möbel zerkloppt in der Veranda. Da hat er mit der Faust draufgehauen, da war die Lehne abgewiesen. Ich habe gedacht, das ist nicht unser Marco.
Und ich sage, bevor hier irgendwas passieren tut, rufe ich die Polizei. Ist er freiwillig mitgegangen. Und am anderen Tag wusste von gar nicht mehr. Wenn es mir schlecht ging, er hat das gesehen. Ich weiß nicht warum. Und er kam dann auch immer an, hat mich in den Arm genommen. Und das hat mich doch angesprochen. Marco hat... Er hat weiche Hände. Das habe ich so oft zu Marco gesagt. Marco, komm, ich bin bereit. Ich stehe dir zur Seite. Ich komme mit zu den anonymen Alkoholikern. Ich begleite dich. Waren wir dann da gewesen, hat deine Frau zu ihm gesagt, er muss sich nicht einbilden, dass er bloß die Füße bei uns unter den Tisch decken kann, dass er sein Essen und Trinken kriegt. Er muss auch was dafür tun. Da war es schon vorbei. Hat Marco zu mir gesagt, du musst dir nicht einbilden, dass ich dir nochmal helfe. Ich bin kein Alkoholiker. Ich bin doch nicht blöd und geh hierher. Zu politisch rechten Ideen. Marco S. gibt an, er habe sich immer als Rechter gefühlt. Er denke national. Früher sei das doch alles viel besser gewesen. Da habe es in der DDR keine Ausländer gegeben. Und jetzt, als die Mauer fiel, sei, Zitat, das ganze Gesocks rübergekommen, Zitat Ende. Diese ganzen Scheinasylanten, man müsse sich die nur angucken, wie die schon aussehen, Zitat, die nehmen die Arbeitsplätze weg, Zitat Ende. Die einzige Lösung sei, Zitat, die Kanaker und Türken rauszusetzen, Zitat Ende, und die Mauer wieder hochzuziehen. Dann habe wieder alles seine Ordnung und der Schmutz sei weg. Ich habe zu ihm gesagt mit seiner Klatze, ich sag Marco, als Jugendliche, da mussten wir alle KZ-Besuch machen. Das war so in der DDR, Pflichtprogramm. Mussten uns in der Schule angucken, nackt unterwölfen. Da ist keiner von den Nazis mit einer Klatze rumgelaufen. Die haben alle einen vernünftigen Haarschnitt gehabt. Die Einzigen, die mit einer Klatze rumlaufen mussten, waren die Kommunisten, die sie damals umgebracht haben. Die Juden und alles, nicht? Die sind mit Klatze rumgelaufen. Aber wem nützt das? Ja. Er hat an seinem Ding festgehalten, nicht? Marco kam im Herbst 1999 in den Knast. Ich bin dann auch eingefahren. Hab so eine Eule, war auch in der rechten Szene, ist aber mit dem Fiti verheiratet und das habe ich alles nicht kapiert, nicht gerafft, ne? Dann hat's geknallt. Ich hatte 2,8 Promille und ich kam überhaupt nicht klar. Weiß nicht, was sie mit der Eule gemacht haben. Ah, dann war es ein bisschen doll, dann haben wir das Nasenbein gebrochen und alles so. Ich habe 3 Jahre gekriegt und habe mich, sobald es ging, nach Luckau verlegen lassen, zu Marco. Der wusste es schon. Hat jeden Tag gewartet. Ich habe mir Arbeit in der Küche geben lassen. Er kam Essen holen in der Küche, hat ausgeteilt auf Station. Hat er die Kübel wieder zurückgebracht. Habe ich Marco in den Arm genommen. Unser längstes war 20 Minuten, 25 Minuten. Für uns war es schön. Andere haben mich beneidet. Du siehst ihn jeden Tag. Solange wie die da oben an den Rädern drehen, wird es auch so weiterlaufen. Es werden immer mehr Jugendliche nach rechts rübergehen. In Potsdam ist ja jeder Zweite arbeitslos. Von den Jugendlichen hat kaum einer was zu tun. Unsere Jungs braucht auch keiner mehr, wenn die mal rauskommen. Und von mir rede ich erst gar nicht. Ich habe 30 Jahre gearbeitet, bin arbeitsunfähig. Ich kriege keinen Cent im Moment, Rückenprobleme, Wucherung im Rückenmark. Wenn ich auf der Leiter stehe, ein paar Minuten, ist vorbei. Kann gar nicht mehr machen. Wir müssen Kredite abbezahlen. Bleiben uns unterm Strich 130 im Monat. Mein Mann hat einen Bescheid bekommen. Ich habe zu viel Rente, 14,53 Euro zu viel. Deswegen kriegt er nichts, keine Unterstützung vom Amt. Ist eine große Sauerei, sie verarschen einen hier. Kommt sich richtig gedemütigt vor. Vorher war ich derjenige, der das Geld nach Hause gebracht hat. Als die Frau im Amt das gesagt hat, da hat er sich aufgeregt. Abends Kreislaufkollaps gehabt. Lag er mit dem Kopf zur Decke mit starren Augen, als wenn eine Leiche gelegen hat. Habe ich ihn geschüttelt, gerüttelt, dann kam er nachher wieder zu sich. Sag ich rufe einen Arzt. Man steht da, als wenn man steif ist. Man kommt einfach nicht zum Telefon. Da komme ich nicht drüber hinweg, dass man weg vom Fenster ist.
Marco und ich suchten nach einem passenden Gegenstand, mit dem wir Marinos töten können. Ich fand dann im Nebenstall einen Stein. Es handelte sich hierbei um einen weißen Gasbetonstein, ca. 30 x 30 cm groß. Mit diesem Stein ging ich dann wieder zurück an die Stelle, an welcher Marinos lag. Den Stein nahm ich dann mit beiden Händen, hob ihn über meinen Kopf und warf ihn mit voller Wucht auf den Kopf von Marinos. Dies tat ich zweimal. Marco fühlte im Anschluss daran den Puls an Marinos Arm. Er meinte dann, dass er hin wäre. Marco sprach dann davon, dass wir Marinos verbuddeln müssen. Dann holte Marco das Blatt der Schippe und gab dieses dem Fink. Fink fing dann an, bei der Jauchegrube ein Loch zu buddeln. Ich hab ihm dann geholfen. Als es uns tief genug erschien, bin ich mit Marco zu Marinos gegangen. Beide hoben wir ihn hoch und trugen ihn in Richtung Loch. Ich trug ihn an den Armen und meinen Bruder an den Füßen. Dann warfen wir ihn mit dem Rücken zuerst in das Loch. Die Füße guckten noch heraus. Fink zog ihm dann die Schuhe aus und warf sie ca. 15 Meter weit in das dortige Maisfeld. Wir wollten zu Marco seine Eltern ziehen, oben in das Haus rein. Ich war öfter dort oben. Marco wollte eigentlich mit seinem Vater dort oben ausbauen, den Dachstuhl. Seine Mutter fand mich ja schon immer toll. Ja. Marco ist schon die Liebe meines Lebens. Egal, was war. Auch nach der Geschichte da im Stall. Trotzdem habe ich nie gesagt, dass ich ihn nicht mehr liebe. Ich habe weiter daran geglaubt. Kinder wollten nur zwei. Ich bin 26, ich will auch mal anfangen. Mit 40 will ich auch keine mehr. Er auch. Und wenn das mit Arbeit klappt? Und dann wollte Marco auch seinen Führerschein machen. Dann wollte ich meinen Führerschein machen. Ja, das waren halt alles so Wunschträume. Und dann, ich war noch in Luckau. Da hatten wir dann Sondersprecher. Er hat meine Hand so genommen und... Schatz, willst du mich heiraten? Dort, wo Marinos vorher lag, befand sich ein großer Blutfleck. Eine Blutspur führte den Gang entlang bis zur Jauchegrube. Alle drei haben wir diese Spuren mit Kies abgedeckt. Als nichts mehr zu sehen war, sind wir mit den Fahrrädern direkt nach Hause gefahren. In der Wohnung unterhielten wir uns dann darüber, was eigentlich passiert ist und wie wir uns weiter verhalten sollten. Also, wenn die Polizei kommt und uns zum Aufenthalt des Marinos befragt, sollte ich sagen, dass ich nicht weiß, wo er abgeblieben ist. Dann haben wir uns schlafen gelegt. Wir haben telefoniert. Wir haben ja viermal die Woche telefoniert. Da wusste ich noch nicht, was sie da im Stall gemacht hatten. Ich habe 3 Jahre gesessen und solche Aggressionen aufgebaut, die mussten raus. Das hätte jeden treffen können. Marinos kannte ich schon von vorher. Wenn ich gegen den was gehabt hätte, dann hätte ich schon früher was mit ihm gemacht. Jude, das habe ich schon zu vielen gesagt und die habe ich auch nicht umgebracht. Das war nicht der Grund. Marco hat zu mir gesagt, er kommt nicht klar damit, dass ich da drin bin und er woanders. Das hat er immer wieder gesagt. Sandra, ich will das so nicht. Ich komme wieder zurück in den Knast. Ich komme wieder zurück. Ich sag Marco, sag ich, dauert nicht mehr lang. Ich sag Marco, im Januar bin ich im offenen Vollzug. Ich sage, und dann kann ich doch auf Urlaub. Mann, die paar Monate schaffen wir auch noch. Ein halbes Jahr noch. Ist doch auch nicht mehr lange. Wir haben so viel geschafft. Sagt er, ich schaffe es nicht ohne dich. Ich will nicht ohne dich. Ich kann nicht ohne dich. Es ist alles scheiße ohne dich. Ich komme wieder zurück. Ich wollte ihn nie umbringen. Ich habe ihn auch nicht umgebracht. Ich wollte ihn nur quälen und ärgern. Ist eben aus der Situation heraus entstanden. Und dann macht man das eben so, weil es Spaß macht und weil es nichts anderes gibt, was man machen kann. Da war nichts abgesprochen. Ich wusste selbst nicht, warum mein Bruder den da reinbeißen lässt, aber ich hatte natürlich auch nichts dagegen. Als Marcel darauf gesprungen ist, war es für mich auch ein richtiger Schock. Das Bild habe ich heute noch vor Augen. Wie der dann aussah, wie der zur Seite gekippt ist,
Da war nichts mehr zu erkennen im Gesicht. Man kann zwar einen alten Anzug, wenn er nicht mehr passt, wegschmeißen, aber Kinder sind da, sage ich. Egal, was kommt. Wir werden bis auf den letzten Tropfen kämpfen. Wenn Marcel rauskommt, wollen wir oben eine Wohnung fertig haben, mit Bad und allem. Wir sagen das auch dem Marco, aber den interessiert das im Moment nicht. Verständlich ist es auch. Ist auch noch lange Zeit bis dahin. Wird ein Küchentrakt mit eingebaut, mit Eheherd und Kühlschrank drin, im amerikanischen Stil, wie man das im Fernsehen sieht, dass die Küche in der Stube drin ist. Wie man das nennt heutzutage, Loft. Da kann er sich zurückziehen. Kann er Musik anmachen, kann er oben abschalten. Wenn er runterkommen will, kann er runterkommen. Im Moment ruht es. Mit dem Rücken von meinem Mann geht gar nichts. Und ich mit meinem Schwindel nach der Operation kommen wir beide gar nicht hoch nach oben. Marcel schickt uns Geld aus dem Knast. Sonst könnten wir ihn gar nicht besuchen kommen. Er sagt, Mama, das mache ich gern. Er hat 220 Euro im Monat. Wir haben weniger. Obwohl wir im Prinzip fast unten sind mit einem bisschen was, was die Waage über Wasser hält, dass man sagt, das ist doch nicht umsonst das Leben, nicht? Sonst wäre es wirklich sinnlos, wenn Kinder hier wären. Für wen soll man das alles machen? Für wen sonst? Sehr geehrtes Gericht, sehr geehrte drei Anwälte. Im Namen meiner Familie und von mir als Mutti von Marinus bitte ich Sie, mit diesem Pokerspiel aufzuhören. Kann das nicht mit ansehen. Haben Sie als Anwälte eigentlich ein Gewissen? Denken Sie an die unbeschreibliche Qual, die Schmerzen, die Angst, die Marinus erleiden musste? Er ist das Opfer, nicht diese Bestien. Das sind tickende Zeitbomben. Die tun das wieder. Einmal Mörder, immer Mörder. Diese Familie Schönfeld hat eine glückliche Familie zerstört. Denken Sie an Marinus Schwestern. Sie haben ihn geliebt und angebetet. Ich weiß, wie unsere Töchter leiden. Unsere jüngste Tochter wird noch lange in Betreuung bleiben müssen. Denn an dem ersten Tag bei Gericht sagte sie zu mir, Mutti, so muss es in der Hölle sein. Jetzt, verehrtes Gericht und Sie drei Anwälte, hören Sie genau zu. Jetzt erzähle ich Ihnen etwas über unseren Sohn Marinus. Marinus war ein lieber und netter Junge. Am meisten vermisse ich ihn. Er hat mich oft lachend in den Arm genommen und hat zu mir gesagt, »Na, meine kleine Mutti«, und hat mich gedrückt. Diese Bestien verdienen keine Gnade. Die müssten so umgebracht werden wie unser Sohn. Fluch den Bestien, denken Sie an die Gerechtigkeit. Familie Schöberl. Landgericht Neuruppin. Im Namen des Volkes in der Strafsache gegen erstens Marcel Schönfeld, zweitens Marco Schönfeld wegen Mordes und anderem hat die zweite große Strafkammer des Landgerichts Neuruppin für Recht erkannt. Der Angeklagte Marcel Schönfeld wird wegen Mordes sowie gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Nötigung zu einer Einheitsjugendstrafe von 8 Jahren, 6 Monaten verurteilt. Der Angeklagte Marco Schönfeld wird unter Einbeziehung der im Urteil vom 7.05.2003 verhängten Einzelstrafen wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt. Am 24.10.2003, dem Tag der Urteilsverkündung, verstarb Birgit Schöberl an einem Krebsleiden. Der Kick von Andres Feil und Gesine Schmidt. Mit Florian Lukas, Tina Engel, Udo Kroschwald, Astrid Meierfeld, Bernd Michael Lade, Dieter Mann, Jule Böwe, Jesko Wirtgen, Christian Berkel, Fabian Busch, Viktor Neumann, Klaus Mannchen, Fritz Hammer und Gudrun Okras. Ton Peter Kainz. Assistenz Martin Heindl. Thank you.